Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Der Scanmeter soll es an den Kragen gehen. Schon bald. Es ist noch nicht ganz klar, ob wir es zum Split 2 erleben in Season 16 oder vielleicht ein bisschen später. Aber ich denke, spätestens in Season 16 wird es soweit sein. Respawn hat schon vor einiger Zeit mal gesagt, dass es in Sachen Scanmeter genug ist und nicht viel mehr passieren soll so schnell. Allerdings kam zu dem Zeitpunkt dann doch noch eine Legende, die scannen kann. Sprich, Vantage kann zum Beispiel, ist eine Recon-Legende und kann den Mast scannen, was für mich nicht so ganz logisch war mit der Aussage, dass die Recon-Legenden ein bisschen weniger gemacht, weniger werden sollen. Auf jeden Fall soll ein Nerf in Richtung Scanmeter kommen. Wir wissen alle, Seer ist sehr, sehr hoch im Kurs. Ob da auch Bloodhound mit dabei ist, kann ich aktuell nicht sagen. Ich glaube auf jeden Fall nicht. Krypto und auch Vantage soll einen Nerf bekommen. Warum ich nicht glaube, dass es schon im zweiten Split soweit ist, ist eigentlich relativ klar. Normalerweise könnte man sagen, Mensch, in Split 2 muss es eigentlich soweit sein, weil zum Start von Season 15 gab es nicht eine einzige Anpassung an den Legenden. Dann kam Catalyst mit ihren Anti-Scan-Fähigkeiten, zumindest für die ultimative Fähigkeit, die jetzt im Nachhinein betrachtet doch nicht so stark ist, wie vielleicht viele dachten. Sie wird auch tatsächlich gar nicht so oft gespielt und ich denke, die Hoffnung von Respawn, dass wir endlich mal eine gute Legende haben, um Scan-Legenden zu kontern, bam, ich glaube, das knallt nicht so rein, wie vielleicht die Hoffnung da war. Auf jeden Fall glaube ich trotzdem nicht, dass es in Split 2 schon so weit wird. Ganz einfach eine mega einfache wirtschaftliche Erklärung. Seer soll sein Erbstück im zweiten Split bekommen. Im ersten ist es tatsächlich, wir haben jetzt eine andere Reihenfolge. Normalerweise kommt immer im ersten Split beim Collection Event ein Erbstück und im zweiten ein Prestige-Skin oder gar nichts. Und auf jeden Fall kommt der Prestige-Skin für Wraith im ersten Split und im zweiten erst das Zier-Erbstück. Und es ist nur logisch, zumindest für meine Verständnisse, wenn ich jetzt zum zweiten Split auf einmal einen Mega-Scan-Nerf rausknalle und Zier auf jeden Fall ordentlich einen Hammer abbekommt, dann verkauft sich logischerweise das Collection-Event und auch das Erbstück nicht wirklich gut, wenn der Nerf zu krass sein sollte. Und genau deswegen denke ich, dass der Nerf für Season 16 aufgespart wird. Das ist zumindest meine logische Schlussfolgerung. Ob ich damit richtig liege, das steht irgendwo in den Sternen, weil wann genau der Nerf kommt, das wurde natürlich nicht bestätigt, wie das immer so ist. Deswegen würde ich auf jeden Fall zum Split ein bisschen Vorsicht walten lassen. Wartet erstmal ab, was da genau passiert, bevor irgendwie ein Erbstück kommt und dann werdet ihr vielleicht doch in Season 16 enttäuscht. Das hat man nicht das erste Mal Richtung Pathfinder oder Valkyrie, da hat man das nämlich. Das Erbstück kam raus, kurz vor Ende des Splits, zweiter Split begann, dann kam der Nerf und das fanden viele nicht so geil und das völlig zu Recht. Aber das ist nicht Teil des Videos und jetzt möchte ich noch über Vantage reden, die soll nämlich auch einen Nerf bekommen. Ob der auch zu Season 16 oder zum Split zum Beispiel kommt, ist nicht klar, aber hier könnte ich mir vorstellen zum Split, weil dann an den Legenden allgemein mal ein bisschen was passiert ist, was jetzt keine Erklärung dafür ist. Aber auf jeden Fall können wir erwarten, dass sich entweder am Schaden ihrer ultimativen Fähigkeit etwas ändert oder die Einfachheit bei ihrer ultimativen Fähigkeit, Gegner überhaupt zu hitten. Ich denke, das Projektil wird verkleinert, sodass es nicht mehr so einfach ist, Gegner zu treffen. Jeder, der ein absoluter Sniper-Noob wie ich ist, dem wird das mit dieser ultimativen Fähigkeit mega einfach gemacht, mit dieser ultimativen Fähigkeit Gegner zu treffen. Und selbst wenn du an dem Gegner ein Stück nur vorbeiziehst, du triffst ihn trotzdem. Die Kugel ist gefühlt so ein Oschi. Und da wird garantiert was passieren. Das ist auf jeden Fall das, wo ich mir sicher bin, dass diese Sache genervt wird. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass an der zweiten Kugel, die den Gegner hittet, wenn ihr den ersten gehittet habt, gibt es ja 50 Schaden. Und innerhalb eines kurzen Zeitraums, solange der Gegner noch markiert ist von dieser Kugel und den zweiten Schuss trefft, gibt es ja 100 Schaden. Ich denke, der wird sicherlich auch ein bisschen reduziert, vielleicht auf 75 oder so. Aber 50-50 glaube ich auf keinen Fall, sonst macht die ganze Geschichte definitiv keinen Sinn. Das ist soweit im Groben das, was ich aktuell für euch habe. Lassen wir uns mal überraschen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Seid ihr der Meinung, dass hier auf jeden Fall einen Nerf braucht? Gerade hier, den wird es wahrscheinlich am stärksten treffen. Und ansonsten finde ich auch, Vantage wird definitiv nicht mehr so oft gespielt. Wie am Anfang, so dass ich mir nicht sicher bin, ob es denn unbedingt sein muss, auch wenn ich tatsächlich zugebe, dass die Ulti wirklich sehr einfach zu hitten ist. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und rein bis zum nächsten Mal. Ciao.